Hallo und willkommen zurück zu Splatoon Splatfest. Essen gegen Schlafen. Ja, Folge 5 müsste das jetzt sein. Und, oh, ich könnte mir gleich vielleicht in der nächsten Folge, in der Folge 6 sogar den Enzep kaufen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das hier alles ankommt. Ich würde gerne ein bisschen Feedback haben. Ich sollte mal irgendwo überall reinschreiben, dass ich mich mal über ein bisschen Feedback freuen würde, wenn sich das hier einer angucken würde. Aber ich habe ja so wenig Klicks, das guckt sich doch kein Arsch an alles, ey. Mögen mich die Leute nicht oder kommt mir das alles nur so vor? So, wir sind heute sehr hochmodern und haben hier den Kleckser, den Junior Klecks. Die erste Waffe in Splatoon, die man vor die Füße geworfen kriegt. Das Ding ist sehr nice. Eigentlich. Ich frage mich, warum ich es nicht benutze. Nicht öfter. Es gefällt mir doch gerade jetzt ziemlich gut. Ach ja, außerdem habe ich meine Ausrüstung gewechselt. Ich habe mir die Steampunk-Brille abgenommen. Die komische. Und dann erstmal Gasmaske aufgesetzt, weil die von den Attributen mir im Moment ein bisschen besser gefallen. So, jetzt sind wir mal die Ledern und die anderen. Jo, das ist jetzt ein bisschen scheiße für mich. So, darum sollte ich nicht rumlaufen. Da oben nicht rumlaufen, so. Komm ich da hoch? Jo. Das ist schön. Das ist sehr schön. Aber dieses Ding ist noch sehr einfach. Komm, wir gehen auf die Suche nach Leerflächen. Und auf grüne Scheiße hier. Ist das Ding böse? Nö. Gibt es hier oben freie Fläche? Nein, gibt es nicht. Sehr schön. Mein Team ist schlau. Man weiß auch, dass es darum geht, die leeren Flächen einzufärben. Nur die Flächen, nicht die Wände. Die Wände sind nur zum Hochschwimmen da. Wenn du mal irgendwo hoch musst. Manchmal wünsche ich, ich wäre ein Inkling. Aber dann müsste ich verstehen, was die Inklinge essen. Wie die sich dingensen und so. Und was die überhaupt tun und so. Manchmal wünschte ich, ich würde in einer Fantasiewelt leben. Das wäre ganz toll. Komm, willst du auch noch was haben? Da, bitteschön. Ja, komm. Jo, ich liebe das Zeug, ey. Diese Musik ist total geil. Jedes Mal. So, ich glaube, wir müssen hier hoch. So. Es war aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe, was es sein werden soll. Kann ich nicht einfach darüber springen? Meine ganzen Kollegen da drüben. Wie es aussieht, gewinnen wir. Ja, das macht keinen Sinn, da hochzuschwimmen. Puh. Wow. Dieses Mal läuft. Fängt gut an. Oh, nächste Runde level ich auf. Ganz wahrscheinlich. Ich wollte mal eben das Spiel wechseln hier. Diese Minigames, ich kann ja hier mit Musik rumspielen und das ist total toll und so. Ich mache gerne so Blödsinn. Ich würde gerne mehr Blödsinn machen, aber ich
bin mir so unsicher bei allen Dingen, die ich so mache und so. Und ich weiß nicht. Und dieses, ich weiß nicht, das weiß ich auch nicht, weil ich bin mir so unsicher. Ich bin mir sehr unsicher in meinem ganzen Leben. Mit allem. Komm, ja, der. Das Gegnerteam ist echt super. Drei Leute und der eine heißt Fragezeichen. Das ist echt super. Sehr nice. Ich hab verkackt. Oh. Zum Glück noch nicht. Nice. Ich kann weglaufen oder ihn einfach angreifen. Das war genial. Das war schön, war das. Wie ich da so rausgedingens bin und so. 1A. Oh nein, oh nein. Oh. Oh. Einfach mal abwarten und gucken. Das hätte ich auch später verwenden können. Das ist jetzt gestorben, hä? Sollte ich hier doch mal ein bisschen einfärben, dann kann ich da besser hoch. So. Der Platz hier ist mir zu lila. Ist zu viel lila hier drinne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da heult die Boje komplett durch die Kuppel hier. Ich wollte es irgendwie anders nennen, ich weiß auch nicht hier noch wie. Leute, freut euch auf Gamescom. Bald ist Gamescom. Ich freue mich auf Gamescom. Ich bin dabei. Und ich bin Samstag und Sonntag da. Und wir haben keine Ahnung, wo wir übernachten, weil wir nichts zu übernachten haben. Also pennen wir womöglich auf der Straße. Aber wir werden nicht doof dahin gehen. Wir werden uns lustige Klappstühle besorgen. Nein! Und dann sitzen wir da und chillen mit Klappstuhl am Bahnhof. Hardcore. Klappstuhl chillen. Am Bahnhof. Ganze Nacht. Und am Morgen ziehen wir los und gehen zu Gamescom. Ich hoffe, ich packe mir genug zu trinken und zu essen ein, ey. Das ist meine größte Angst, dass ich irgendwie nichts zu trinken habe. Ohne Essen kann ich ja noch. Ich bin sowieso die ganze Zeit wohl aufgeregt. Wegen, oh, guck mal hier. Oh, guck mal da. Die erste geilste Messe überhaupt, wo ich bin. Ich will seit 10 Jahren zu Gamescom, ey. Und konnte nie hingehen, weil ich nie Geld habe. Und dieses Jahr schaffe ich es endlich, obwohl ich kein Geld habe. Weil ich ein bisschen mehr oder weniger gespart habe dafür. Aber trotzdem. Ja, komm, ficken. Gamescom, das wird echt genial. Ich will sehen, was da so alles ist. Ich will was Neues sehen. Ich will ein bisschen was antesten, vielleicht Call of Duty Black Ops 3. Weil Black Ops hat mich eigentlich am meisten interessiert. Beziehungsweise ich habe mit Black Ops 1 angefangen. Das war mein erstes Call of Duty. Mein richtiger erster großer Shooter. Oh, ich krieg einen neuen Effekt und ich bin Level 18. Das ist auch sehr schön. Schneller laufen als Mensch. Das ist sehr schön. Wir haben noch eine Runde. Letzte Runde hier. Für Folge 5. Wollen wir über Gamescom reden? Ja, Gamescom, ich bin da. Samstag, Sonntag. So, mein Team ist bereit. Ich habe 4 Fahnen, das ist cool. Also, im Moment ist richtig gut so. Och Mann, ein Gegnerteam ist schon wieder so eine Blödsinn.
So ein Scheiß aber auch, was da so ist. So, ich merke, dass ich immer wieder die gleiche Tour mache. Hier rum und da rüber. Beziehungsweise ich sollte mal gucken, bevor ich hier rüber gehe. Ach Mist. So. Ich weiß gar nicht, wie die Gamescom ist und so. Ich war noch nie auf so einer Messe. Ich war noch nie so weit weg von zu Hause. Doch. Das eine Mal, wo YouTuber treffen war hier in Oldenburg. Da bin ich das erste Mal alleine so scheiße weit weg gewesen. Ohne Hilfe. Ich habe mir, ja, sagen wir mal, ich habe mir größtenteils alles selbst rausgesucht. Was irgendwie für die Reise wichtig war. Also Fahrplan und sowas und Ticket. Mir Kollege ein bisschen geholfen. Im Grunde habe ich mir ein wirklich viel zu teures Ticket gekauft. Das ist aber egal. Naja, nicht so wirklich. Ich hätte billiger fahren können, aber egal. Naja, nee, doch, ist eigentlich doch egal, so ein bisschen. Nächstes Mal weiß ich schon, wie wir fahren. Ich mit Kollege zusammen hin und zurück. Wir brauchen noch Klappstühle. Und dann, wow. Und dann geht's los da. Samstagmorgens. Richtig früh mit ersten Zug am besten gleich nach Köln. Ich glaube, wir müssen nach Münster oder nach Dortmund und da umsteigen. Und dann geht's rund. Dann geht's los hier mit Dingens da. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus in Köln und keine Ahnung. Kollege kennt sich ein bisschen aus. Der war schon ein paar Mal da in Köln. Aber auch nicht bei Gamescom. Das ist, glaube ich, auch sein erstes Mal Gamescom. Und ich bin so aufgedreht, ey, wo ich mir die Tickets gekauft habe, ey. Online. Da habe ich, oh, da ich drehe total am Rad jetzt schon, wenn ich auch davon nur daran denke, dass ich da bei Gamescom bin, ey, Gamescom, ey, ey, Gamescom, ey, ey, das ist so, oh, ich finde das so awesome. Das, was ich mir seit Jahren gewünscht habe, was ich mir nie leisten konnte, zeitlich nicht oder generell geldmäßig nicht oder so oder. Und jetzt kann ich mir das endlich mal leisten. Das ist das Beste, was geht, ey. Oh, Kollege. Oh, jetzt habe ich nicht getötet. Schade. Ich sollte mal woanders rumsprühen hier nochmal ein bisschen. Ja, komm, leck mich, leck mich. Halt die Fresse da. Oh, ja, ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich die Map gerade gesehen habe. Ta-ta-ta-ta. Wir sind nur zu dritt. Ist unterwegs einer ausgestiegen? Ist trotzdem sehr nice hier. So, ich glaube, das war's mit dieser Folge. Ja, das war's mit dieser Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!